Willkommen aus München. Wir sind bei Polk Audi und die haben eine neue Command vorgestellt, die wir uns ganz näher anschauen. Der Subwoofer, den kennt ihr schon von den kleineren Geräten. Wir haben natürlich ein bisschen mehr Leistung mit dabei, aber schauen wir uns jetzt ganz aus der Nähe an, was wir mit Alexa machen können in der Soundbar, die ganz schön viele Funktionen hat. Hier seht ihr jetzt auch schon die Soundbar, die aufgestellt wurde hier mit einem schönen großen Fernseher und wir sehen können, ganz in der Mitte haben wir hier entsprechend die Dot-ähnliche Alexa, die man dann gleich Sachen fragen kann. Schauen wir uns aber zuerst mal von außen das Produkt ein bisschen an, wo man hier an der Seite, wie ihr eindeutig sehen könnt, natürlich viel Platz hat, wo der Sound dann schön rausgeleitet wird. Auf der anderen Seite genauso. Vorne haben wir im Verbund natürlich das Polk-Logo mit dem kleinen Amazon Alexa-Logo und die Anschlüsse haben wir natürlich auch genug hier hinten mit dabei, die ihr wahrscheinlich schon auf der Website angeschaut habt. Aber wir haben zum einen hier Strom, dann natürlich noch einen USB-Stromanschluss, falls wir wirklich unseren Fire TV Stick anschließen wollen. Hier könnt ihr aber per HDMI auch euren Fire TV selber anschließen. Dann haben wir einen HDMI 1 bzw. HDMI ARC Input. Und der ARC ist deswegen spannend, weil wenn ihr jetzt eurem Alexa sagt, hey, ich will eine Serie abspielen oder einen Fernseh-Spielfilm abspielen, dann macht er automatisch den Fernseher an. Ansonsten, wenn ihr Alexa etwas fragt, was nur ganz normale Alexa-Fragen sind, ohne mediale Inhalte mit Video, dann bleibt der Fernseher natürlich aus. Auch das optische Audiokabel würde mit dabei liegen, aber wenn ihr es per HDMI angeschlossen habt, dann braucht ihr das ja nicht. Ihr könnt das übrigens ganz leicht auch an der Wand aufhängen. Hier, da ist eine kleine Folie, eine Schablone mit dabei, damit ihr das auch ganz einfach nämlich hier durchsetzen könnt. Und dann haben wir hier die, wie gesagt, übliche Oberfläche mit den vielen Mikrofonen von Amazon selber drin, wo man dann auch ganz einfach die nette Dame was fragen kann. Und bevor wir gleich mit den Fragen loslegen, seht ihr hier, wir haben nicht nur ein einfaches, wie ihr sehen könnt, Fernbedienung dabei für Lautstärke und Bluetooth und TV-Funktion, sondern was ich sehr cool finde, ist ein patentiertes Voice-Volume-System, dass ihr tatsächlich die Stimme lauter machen könnt oder leiser machen könnt in dem Spielfilm, damit ihr sie besser versteht. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und auch, falls gerade sehr laut Musik läuft, habt ihr auch hier eine Alexa-Taste drauf, also müsst nicht immer zur Soundbar vorlaufen, sondern könnt auch hier die Taste einfach drücken, hier mit der Fernbedienung. So, den Polk, die Polk Command Bar kommt für 399 Euro im Handel und jetzt probieren wir mal ein bisschen aus, was sie so kann. Hey Alexa, mach das Licht an. Da haben wir eine Lampe, die geht. Hey Alexa, wie wird morgen das Wetter in München? Morgen ist das Wetter in München, Bayern stark bewölkt mit Gewittern sowie einer Höchsttemperatur von 20 Grad und einer Tiefsttemperatur von 9 Grad. Super, spielen wir ein bisschen Musik ab. Hey Alexa, spiel mir Right Said Fred ab. Zufällige Wiedergabe von Right Said Fred Songs. Hey Alexa, Lautstärke auf 30 bitte. Oder ihr könnt natürlich auch manuell hier die Lautstärke ändern, dann seht ihr, das wird auch hier natürlich schön angezeigt, wie viel gerade eingestellt ist. Hey Alexa, stopp. Und jetzt ist es spannend, weil wenn der Fernseher jetzt aus wäre, könnten wir hier einen Spielfilm anfangen. Aber auch so kann ich jetzt einfach nachfragen, ob ich einen Spielfilm abspielen möchte, der natürlich bei dem Amazon Prime Video mit vorhanden ist. Interessant wird es hier, es ist gerade Mai, es kommt erst im Juli auf den Markt, also eventuell wird es noch nicht funktionieren, aber probieren wir es einfach mal aus. Hey Alexa, spiel mir die Serie Bosch ab. Bosch wird von Fire TV abgerufen. Und schon geht die Serie los und wir mussten uns keinen Zentimeter Richtung eigentlich Soundbar bewegen. Ich hätte das Ganze auch starten können mit der Fernbedienung. Spannend wird es außerdem in die Richtung noch, dass wenn ihr mehrere Alexa-Geräte zu Hause habt und zum Beispiel eine etwas weiter entfernt ist, aber ihr zum Beispiel einen Musiktitel abspielen wollt, hier erkannt wird, von wo die Nachfrage dazu kam, also wo es lauter war einfach, wo die Nachfrage herkam und auf dem Gerät abgespielt wird, wo ihr entsprechend näher dran wart. Also in dem Fall wäre ich jetzt näher an der Soundbar, wenn in der Küche oder da hinten einfach noch einer stehen würde, ein Dot, dann wird da entsprechend nichts abgespielt. Also es wären nicht mehrere Geräte gleichzeitig bedient. Das war es auch schon mit dem Polk Command Bar. Der kommt im Juli auf den Markt für 399 Euro. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.